Es ist der perfekte Abend für ein romantisches Date im Freien, einen Heiratsantrag oder eine super mysteriöse Grillparty mit Freunden, die dann in einer Full Red Moon Party endet. Denn zunächst wird der gigantische Sommervollmond aufgehen, bevor er sich dann glutrot färbt. Und das ist nicht nur eine gewöhnliche totale Mondfinsternis, sondern sogar die längste des ganzen Jahrhunderts. Was genau am Himmel passiert und wann und wo ihr das Himmelsspektakel am besten verfolgen könnt, das alles jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Ja, genauer gesagt, heute Abend wird es der Fall sein. Der Vollmond wird aufgehen, wenn die Sonne noch gar nicht richtig untergegangen ist. Kurz vor 21 Uhr, aber wundert euch nicht, so richtig nach Vollmond sieht er nicht aus, denn ungefähr die Hälfte der Mondscheibe ist schon vom Schatten der Erde bedeckt und so wird eine eher ungewöhnliche Mondsichel am Himmel zu sehen sein. Die schrumpft dann in den nächsten 30 Minuten ziemlich zusammen. Je weiter nordwestlicher man sich befindet, desto länger dauert es, bis der Mond am Himmel erscheint. Insgesamt wird sich das Himmelsspektakel eine ungewöhnlich lange Zeit hinziehen. Expertinnen und Expertinnen rechnen mit einer totalen Mondfinsternis von 21.30 Uhr bis 23.15 Uhr. Und kurz vor 21.30 Uhr ist die Mondscheibe da schon fast komplett vom Erdschatten bedeckt. Ab jetzt ist der typisch glutrote und riesengroße Mond zu bewundern. In diesem Zustand wird der Mond auch als Blutmond bezeichnet. Der Grund? Die Erde schiebt sich zwischen Mond und Sonne und wirft ihren Schatten auf den Mond, bis sie ihn ganz verdeckt. Die Erde schirmt also die Sonnenstrahlen ab, doch einige werden von der Erdatmosphäre gebrochen und zum Mond geworfen. Das sind langwellige Lichtstrahlen und auch Infrarotstrahlen und die liegen halt im roten Bereich und die geben dem Mond diese geheimnisvolle Gestalt des Blutmondes. Etwas korrekter als die Bezeichnung Mondfinsternis wäre hier also so etwas wie Mondrötung. Der Begriff Blutmond deutet es ja schon an. Übrigens ist der Mond dann gar nicht so groß, wie er scheint. Tatsächlich handelt es sich um den kleinsten Vollmond des Jahres, denn er hat auf seiner Bahn um die Erde gerade den größten Abstand zu uns. Und das ist auch die Erklärung für die lange Dauer der Mondfinsternis. Doch die Horizontnähe sorgt für eine optische Täuschung bezüglich seiner Größe. Im direkten Vergleich zur Landschaft oder Gebäuden sieht er eben deutlich größer aus. Damit ihr die Mondfinsternis auch wirklich in vollen Zügen genießen könnt, sucht euch einen erhöhten Standort mit Blick nach Osten bis Süden. Wichtig ist die freie Sicht zum Horizont, denn die Mondscheibe wandert von Ost-Südost in den Süden und steigt etwa 2 Handbreit über den Horizont. Doch sogar ein Haus oder ein Wald im Blickfeld könnten euch dann die Sicht verhageln, denn zum Höhepunkt der Mondfinsternis befindet sich der rote Blutmond nur 1 Handbreit hoch. Achtet außerdem darauf, dass sich möglichst wenig Lichtquellen um euch herum befinden, denn in der zunehmenden Dämmerung während der Mondfinsternis sind Sternenhimmel und sogar die Milchstraße dann besonders gut zu erkennen. Hier in Berlin ist das nicht so leicht, aber auf dem Land, da sind dann sogar Gestirne zu erkennen, die sonst vom Mond überstrahlt werden. Zu sehen sind über dem Mond übrigens das Sternbild Adler und um ihn herum die Sternbilder Wassermann und Steinbock. Viel heller als alle anderen Sterne ringsherum wird aber der Mars sein, den ihr schon in der frühen Dämmerung beobachten könnt. Er steht genau in Opposition zur Sonne, also ihr gegenüber. Auf der Milchstraße werdet ihr auch den Saturn schimmern sehen, also im Hintergrund die Milchstraße, davor der Saturn. Und ab 23.15 Uhr bis etwa 0.30 Uhr wird sich die Mondscheibe langsam wieder aus dem Kernschatten der Erde herausschieben. Ab etwa 1.30 Uhr nachts steht sie dann wieder als Vollmondscheibe am Himmel. Das alles mal vorausgesetzt, es ist gutes Wetter und der Himmel ist unbedeckt, dann ist das Himmelsspektakel nicht nur in Deutschland und im restlichen Europa, sondern auch in Südamerika, in Afrika, in Asien und Australien zu sehen. Und wer übrigens nochmal eine solche Konstellation sehen möchte, der muss 105.000 Jahre warten. Also bis er Saturn, Mars und so weiter alles dann auch sehen will. Vielleicht dann doch besser heute Abend anschauen. Und wenn ihr in Zukunft kein Video von mir verpassen wollt, die gibt es übrigens täglich, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgebt ihr die ein wenig unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich von jedem Upload und zwar noch vor allen anderen täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks zum Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die. Genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter, dafür auch draufklicken mit Mondstation Eishöhlen auf dem Mond entdeckt. Bis dann. Bleibt dran.